Liebe Zuschauer, der Bluthochdruck ist ja der wichtigste Risikofaktor weltweit. Und wie wir schon besprochen haben, können Sie mit einfachsten Mitteln viele Lebensjahre hinzugewinnen, wenn Sie sich einfach nur lebenslang um eine gute Blutdruckeinstellung bemühen. Im vorausgegangenen Video haben wir schon besprochen, wie Sie den Blutdruck richtig messen können. Heute geht es darum, was Sie mit den gemessenen Werten anfangen können und was vor allen Dingen auch die häufigsten Fehler sind, die bei der Beurteilung der Blutdruckwerte gemacht werden. Hör auf dein Herz. Zunächst einmal, ab wann spricht man jetzt überhaupt von einem Bluthochdruck? Ganz allgemein sollten Sie sich in jedem Fall merken, dass man ab einem Blutdruckwert von 140 zu 90 mm Hg von Bluthochdruck spricht. Heißt das jetzt aber, dass ich einen Bluthochdruck habe, wenn ich einmalig einen Wert von über 140 zu 90 messe? Natürlich nicht, denn ein einmalig gemessener Blutdruckwert macht eben noch nicht die Diagnose Bluthochdruck. Denn der Blutdruck ist eine sehr dynamische, also wechselhafte Größe, denn er reagiert auf verschiedenste körperliche und psychische Belastungssituationen ganz natürlicherweise mit einem Anstieg, ohne dass dies krankhaft oder behandlungsbedürftig wäre. Wenn Sie sich gerade über einen Partner geärgert haben, der schon wieder Ihr romantisches Candlelight-Dinner vergessen hat, dann ist eben ein erhöhter Blutdruck bis zu einem gewissen Grad eine normale Reaktion Ihres gesunden Herz-Kreislauf-Systems. Auch Genussmittel wie zum Beispiel Koffein, Alkohol oder Nikotin können Ihre Blutdruckwerte beeinflussen. Ob bei Ihnen also tatsächlich Bluthochdruck vorliegt, sollte über eine wiederholte Blutdruckmessung an beiden Armen ermittelt werden. Für die eindeutige Diagnose ist eine dreimalige Messung an drei unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten jeweils an beiden Armen erforderlich. Wenn Sie jetzt selber häufiger Ihren Blutdruck messen, was ja empfehlenswert ist, dann sollten Sie Ihre Werte dokumentieren und schließlich einen Mittelwert bilden. Und dieser aus vielen Einzelmessungen errechnete Mittelwert, der sollte dann kleiner 135 zu 85 mm Hg liegen. Sehr praktisch ist auch die Verwendung von Blutdruck-Apps wie zum Beispiel Blutdruckdaten.de, die Ihnen meistens sogar kostenlos bei der Dokumentation Ihrer Blutdruckwerte helfen und eine schöne grafische Übersicht als PDF für Ihren Arzt erzeugen können, mit der Ihr Arzt dann auf einen Blick erkennen kann, ob Ihr Blutdruck gut eingestellt ist. Noch besser ist im Zweifel die Bestimmung des Blutdruckmittelwertes über eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, bei der eine regelmäßige Messung auch während der Nachtruhe erfolgt, während der Sie ja logischerweise Ihren Blutdruck nicht selber messen können. Und hierbei kann dann auch festgestellt werden, ob es nachts zu der natürlicherweise vorhandenen Absenkung Ihres Blutdruckes kommt. Bei der 24-Stunden-Blutdruckmessung, die Sie bei Ihrem Internisten zum Beispiel durchführen lassen können, da wird bereits ab einem durchschnittlichen Blutdruckwert von über 130 zu 80 mm Hg in der Gesamtauswertung von einem Bluthochdruck gesprochen. Wir fassen also zusammen, der allgemeine Zielwert für die Senkung des Blutdruckes ist kleiner 140 zu 90 mm Hg bzw. kleiner 135 zu 85 mm Hg für den errechneten Mittelwert aus Ihren vielen Einzelmessungen und kleiner 130 zu 80 mm Hg für den Mittelwert aus der 24-Stunden-Blutdruckmessung. Werte über 140 zu 90 mm Hg ergeben dann in systolischen 20er und diastolischen 10er Schritten die verschiedenen Stadien der arteriellen Hypertonie, wie Sie das hier in dieser Grafik sehr schön erkennen können. Könnte also alles ganz einfach sein, aber bestimmt hat die eine oder der andere von Ihnen auch schon gehört, dass vor kurzem quasi über Nacht 32 Millionen US-Amerikaner zu Bluthochdruckpatienten geworden sind. Was ist passiert? Die amerikanischen Fachgesellschaften haben ihre Zielwerte nach unten korrigiert und definieren jetzt einen Bluthochdruck ab 130 zu 80 mm Hg. Das ist eine Reaktion auf die amerikanische Sprint-Studie. Die hatte nämlich zeigen können, dass eine intensivere Blutdrucksenkung unter einem systolischen Zielwert von 120 mm Hg Patienten besser vor Herz-Kreislauf-Komplikationen und Todesfällen schützen kann, als die gängige Senkung des Blutdruckes unter 140 zu 90 mm Hg. Warum übernehmen also wir Europäer jetzt nicht auch diese neuen Zielwerte, wenn es doch neue Studienergebnisse gibt? Die genannte Sprint-Studie wird leidenschaftlich diskutiert, weil die Art der Blutdruckmessung anders war als in vorausgegangenen Studien. Diese erfolgte nämlich nach einer 5-minütigen Ruhephase automatisch und vor allen Dingen ohne Beaufsichtigung durch ärztliches oder nichtärztliches Personal. Und dadurch fällt dann natürlich der berühmte Weißkittel-Effekt weg, den kennen Sie bestimmt auch, dass der Effekt, dass der Blutdruck in der Praxis oftmals höher gemessen wird, wenn die attraktive Arzthelferin oder der Arzthelfer den Blutdruck misst.
Und somit sind also die Blutdruckwerte in dieser Sprintstudie quasi systematisch niedriger als in der realen Welt und in den anderen Vergleichsstudien gemessen worden und man vergleicht quasi Äpfel mit Birnen. Und deshalb wird hier in Europa bislang eine Umstellung oder eine Anpassung unserer Zielwerte abgelehnt. Ein kleines Zugeständnis an diese Sprintstudie gibt es allerdings schon für bestimmte Hochrisikopatienten, also Patienten mit bestimmten Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen, wird nun ein Zielblutdruckwert von kleiner 135 zu 85 mm Hg angestrebt. Also meine Damen und Herren, Sie sehen schon ein ewiges Hin und Her. Gut möglich, dass unsere Blutdruckzielwerte in Zukunft noch weiter angepasst werden. Aber eines, denke ich, ist auch ganz klar. Entscheidend ist vor allen Dingen, den Bluthochdruck als gefährlichen Killer überhaupt erst richtig ernst zu nehmen und konsequent einzustellen. Aktuell wird in Deutschland selbst unser moderater Blutdruckzielwert von kleiner 140 zu 90 mm Hg von einem Großteil der Patienten mit Bluthochdruck eben nicht erreicht. Wenn wir also unsere aktuellen europäischen Blutdruckzielwerte konsequent umsetzen würden, dann könnten wir auch einen Großteil unserer großen Volkserkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. verhindern. Leider sind wir aber, was die optimale Blutdruckeinstellung unserer Bevölkerung angeht, noch weit von unseren Zielen entfernt. Und genau deshalb spreche ich jetzt auch heute zu Ihnen, damit Sie von jetzt an Ihren Blutdruck lebenslang hübsch unter Kontrolle halten und somit nicht nur viele Jahre länger, sondern vor allen Dingen auch besser leben. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder mit dieser Folge Dr. Hart. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like. Sie helfen mir damit, meine Dr. Hart-Idee zu verbreiten. Schauen Sie auch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonnieren Sie mich auf YouTube. Empfehlen Sie mich weiter an Freunde, Bekannte und Familie. Und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund und hören Sie auf Ihr Herz.